Gut, dann begrüße ich auch alle recht herzlich. Nein, ich bin nicht in Krienz, ich bin in Pfalz, im Wochenende Homeoffice. Und wir haben uns entschieden, dass wir versuchen, das völlig virtuell, so weit wie wir eben arbeiten und leben, das zu machen. Zuerst mal herzlichen Dank im Moka für die Möglichkeit, hier als Freund von Intercoiffeur aufzutreten. Wir sind jetzt schon seit ein paar Jahren dabei und freuen uns immer wieder, dass wir da etwas machen dürfen. Wir haben in dem Sinne kein Referat geplant, sondern wir haben uns gesagt, das Thema Nachhaltigkeit betrifft eben, wenn wir jetzt die Marke Kevin Murphy nehmen, eine Marke, die seit Jahren an dem arbeitet, vegane Produkte, Ocean Waste Plastik. Ich könnte jetzt da ein paar Sachen dazu erzählen. Die gesagt, das ist eigentlich nicht jetzt am Sonntag unser Thema. Wir haben gesagt, für uns ist Nachhaltigkeit eben auch das Weitergehen. Also auch in dieser schwierigen Zeit, der Pandemie. Ich habe, glaube ich, am ersten Tag schon gesagt, Surviving of the Fittest heisst nicht, dass man der Fitteste im Fitnessstudio muss sein, sondern dass man sich fit in, also wir müssen uns anpassen, den Situationen, die da sind. Und das haben wir uns vorne geschrieben. Darum haben wir gesagt, wir möchten einen kleinen Beitrag leisten mit einem kurzen Ding. Etwas, wo der Kevin Murphy, ein Coiffeur in Australien, wo es gibt, wo lebt, wo schafft, wo tut, tagtäglich macht. Und Lilith Amrath, wo wir sehen, in Cairns, ist eine Session-Stylistin. Also sie tut an Shootings arbeiten, sie tut Kevin Murphy schulen, sie tut mit Kevin Murphy arbeiten. Tagtäglich. Und sie tut nachher ein kurzes Styling zeigen, einfach etwas zu hören, gebe mir als Geschenk an die Coiffeure, dort weiterleiten, die zuschauen und etwas vielleicht könnt mitnehmen. Als Modell haben wir gerade Janine Heini können, gewinnen. Sie ist unsere Social Media Managerin, die realisiert. Ich bedanke mich jetzt schon bei diesen zwei, für dass sie dort machen. In Kriens, aber wie gesagt, sie sind in Kriens, sie sind im Studio und ich gebe jetzt gerne in der Lilith. Ich mache heute mit der Janine ein Styling, wo ich selber immer wieder mache am Set, wo ich arbeite, einen Teil von meiner Arbeitszeit, aber auch schon ein paar Mal gezeigt habe an einer Education hier in Kriens, ihr seht es gerade, wir sind hier in unserer Academy. Cool an dem Styling finde ich, es lässt uns schon so ein bisschen vorwärts schauen in Summe. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich plane schon so ein bisschen wieder, wenn ein Spaziergang, den man mit allen macht, in der Wärme ist und nicht mehr so im Regen und im Schnee. Und das andere ist, dass es ganz oft Situationen gibt, wo eine Frau, die gerade Haare hat, wie jetzt Janine, das Bedürfnis hat, um mal so ein bisschen wilder, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Strukturveränderung überzukommen. Und dann gibt es natürlich die Variante, dass man ihre Locken macht. Und das ist cool, aber zu gewissen Typen passt das wie nicht. Zu gewissen Typen ist das fast ein bisschen zu romantisch. Und anstelle von Locken mache ich ihre jetzt sogenannte Mermaid Waves. Ich tue sie gerade mal umdrehen, dass ihr seht, was ich vorbereitet habe. Kevin Murphy hat die sogenannten Wave Clips, die sehen so aus. Ich komme vielleicht ein bisschen näher. Da. Die sehen so aus. Das sind Clips, die man kann in die Haare machen kann. Und dann tut man die Clips mit dem Föhn aufwärmen. Und dann gibt es die sogenannten Waves anstelle von Curls. Ich glaube, die meisten Coiffeure unter uns verstehen den Unterschied. Jetzt, bei dem Look habe ich jetzt schon ein bisschen vorbereitet, weil wir wissen alle, es ist nicht mega spannend, weil wir müssen irgendwie 20 Minuten zuschauen, wie ich Abteilungen mache und ihre Haare föhne. Ich würde gerne, soll ich nochmal so drehen, ich würde gerne da die Seite sehr flach haben. Das ist immer noch etwas, was wir als sehr modern empfinden bei Frisuren. Und nachher Bewegung am Hinterkopf. Das heisst, ich habe alles horizontale Abteilungen gemacht. Jetzt bei jemandem, der nicht so viel Haar hat, mache ich in der Regel
dreisättige Abteilungen. Janin ist gesegnet mit ganz viel Haar. Sie ist da zweimal angestanden. Und bei ihr musste ich ein bisschen mehr machen, weil sonst kann es passieren, dass die Reifs rausgehen. Genau, dann haben wir die horizontalen Abteilungen gemacht. Nein, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das sieht man nicht. Aber wenn ich Abteilungen mache, dann nehme ich so einen grossen Kamm, weil was ich nicht unbedingt will, ist, dass es sehr saubere Abteilungen gibt beim Styling. Wir sind uns alle mega gewöhnt, super abzuteilen vom Haarschneiden. Und beim Stylen kann einem das manchmal ein zum Verhängnis werden, weil wenn ich zu super abteile und nachher die Abteilung wieder aufmache, dann kann es mir passieren, dass die Abteilungen nachher sichtbar werden, weil das Haar nicht richtig ineinander reinfällt. Das heisst, ich arbeite von Anfang an sehr zügig, mache die Abteilungen, ziehe die horizontal und tue die nachher in die Wave Clips reinmachen. Ich will jetzt einfach das Letzte noch zeigen. Na, so sollte man es sehen. Ich mache es auf, nehme die Haarsträhne, lege das rein. Das Haar ist dann in dem Moment gerade. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Und klipse das zu. Jetzt, für diesen Look gibt es auch die Variante, dass ich das mit einem Eisen mache, also mit einem Hot-Tool. Kann man auch. Es gibt die Hot-Tools, die genau die gleiche Bewegung geben. Ich mache es sehr gerne mit diesen Wave Clips, weil manchmal haben wir ja die Situation an einem Set oder auch in einem Coiffeurladen, dass wir ein bisschen Zeitstress sind, allgemein im Leben, oder? Und wenn ich das mit denen mache, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ihre die kann rein tun, das geht relativ schnell. Und dann kann ich, wenn ich in einem Coiffeursalon bin, ihre die Klimazone geben. Oder wenn ich am Set bin, habe ich so eine Trockenhaube, die ich mit dem Föhn kann föhnen. Und dann wird das schön. Tut auch nicht wahnsinnig lang. Damit das Ganze hält, habe ich jetzt von Kevin Murphy eine Anti-Gravity genommen. Das ist ein Produkt, das ein bisschen eine Festigkeit gibt, das einen Halt gibt. Und dann, weil es auch so ein bisschen einen Beach-Look wird geben, habe ich den Hair Resort Spray genommen. Weil das ist ja das, was wir vermissen, der Strand. Und wir sind jetzt zu Hause, aber bei uns hier im Studio schmeckt es jetzt mega schön nach Piña Colada. Genau. Dann, weil ich jetzt kein Klima zum da habe, habe ich den Föhn genommen und bin in die Wave Clips rein und habe so eigentlich alle Abteilungen eins richtig, richtig erwärmt. Genau. Das haben wir jetzt alles gemacht, während der Marc die schöne Einleitung gemacht hat und dann der Marcel uns vorgestellt hat. Und jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich dir wieder rausnehmen kann, was ich jetzt mit euch machen werde. Dann kann ich hier öffnen. Das ist immer so der Moment, wo man ein bisschen schauen muss, ob man schon genug Hitze gegeben hat, ob man es genug hat, noch trocknen. Wenn es noch feucht ist, dann einfach noch mal reinmachen und noch mal ein bisschen föhnen. Man sieht, es hat die Struktur schön aufgenommen. Ich kann also weitermachen. Das ist so für mich der grösste Unterschied an der Online-Education, dass ich die Leute nicht höre, die zuschauen. Denn da kann man sich in dem Moment, wo ich etwas machen muss, was sich wiederholt, austauschen. Und Fragen können gestellt werden. Und jetzt mit den Fragen, die müsst ihr dann am Seminar stellen. Das machen. Aber das ist zum Glück wirklich, ich habe extra eine Technik gewählt, wo ihr mir nicht stundenlang zuschauen müsst. Und man sieht hier, man sieht da im Profil schon sehr gut, was passiert. Es gibt wirklich einfach die Wave, nicht Locken. In dem Sinne.
Man sieht hier die einzelnen Abteilungen. Und dann braucht es manchmal ein Mut, um die durchzukommen. Aber es lohnt sich, weil es wird schöner. Durchkommen ist eh etwas, wo ich die Leute immer so ein bisschen dazu ermutige, weil ich finde, gerade wenn man locker macht, hat man manchmal ein bisschen Respekt davor, weil sie wieder rausrutschen könnten. Aber wenn man ein richtiges Set gemacht hat, wenn man das richtige Produkt gebraucht hat, dann nachher wird es einfach immer schöner, wenn es durchgebürstet ist. Jetzt beim Durchbürsten ist für mich etwas mega Wichtiges, das habe ich gelernt, leider erst ein bisschen später, dass man auch den Teil da unten beachtet. Je nach Frisur, wenn man da unten nicht durchbürstet, kann man das nachher ein bisschen, wir sagen dann, Samba tanzen. Es kann einem anfangen, eine andere Struktur geben. Ich tue da auch ein bisschen, weil sie so viel haben, Teile auflüpfen und schaue, dass ich wirklich durch das ganze Haar durchkomme. Mit dem Bürsten. Genau, das ist super, das Licht funktioniert. Man sieht die schöne Wave, die sie bekommen hat. Und ich drehe sie nochmal von vorne. Auch wenn wir uns jetzt entscheiden würden, sie will einfach offene Haare, finde ich das schon sehr cool. Mir bleibt, durch das, dass ich auch da den Texturspray rein gemacht habe, die schlanke Seite, wo das Gesicht frei macht, wo man ihr Gesicht sieht. Und gleichzeitig haben wir hinten die coole Sommerstruktur, die da passiert. Und es hat eine gewisse Regelmäßigkeit drin, was ich auch finde, kann eben wirklich mal schön aussehen. Aber wenn man es genug durchstrahlt, ist es trotzdem so, dass es eine schöne Separation gibt. Dann. Als nächstes, muss ich noch schauen, dass ihr es seht. Genau, das tun sie so. Als nächstes, weil ich ja gesagt habe, ich mache eine Frisur und nicht nur eine Textur, mache ich so ganz einen tief unterliegenden Zopf, und zwar einen Fischgratzopf. Kennen vielleicht einige von euch. Es gibt immer wieder Coiffeure, die haben extrem Angst vor dem Schlechten. Und dann muss ich immer sagen, ja gut, aber wir können ja auch Auto fahren. Dann wird das mit dem Flechten auch passieren. Auch passen. Jetzt hier nehme ich einfach immer relativ dünne Strähnen von links nach rechts. Schau am Anfang, dass es nicht zu frizzy wird. Und wiederhole das. Der Anfang ist immer der Einstieg, ist immer am schwierigsten und dann kommt man so ein bisschen rein. Ich schaue auch, dass ich die Strähne immer so ein bisschen von da unten, vom Nacken hole. Und sie dann in die Hand übernehmen. Und jetzt, wenn ich dann ein Stück gemacht habe, dann seht ihr, durch das, dass wir die Struktur haben, kommt der Zopf eine Beweglichkeit über, die man bei den geraden Haaren nicht hätte. Plus haben wir oben die Struktur mit drin. Ich finde das eigentlich auch super cool. Jetzt hat der Marc vorher gerade gesagt, über 100 Leute haben sich eingeloggt, haben sich entschieden, nicht Netflix zu schauen am Sonntag. Ich nehme das als Kompliment und wird das auch weitergeben als Kompliment an die Organisatoren, die offenbar wirklich ein Programm zusammengestellt haben, wo
wo uns motiviert, um am Sonntag reinzuhören und uns weiterzubilden und uns auszutauschen. Das Flechten mache ich so, wenn man das jetzt anschaut, ich versuche immer so mit, jetzt sieht man es nicht so, genau, so sieht man es besser. Wenn man das sieht, das Geflochtene ist jetzt etwa so lang. Und dann haben wir da die gleiche Fläche noch zweimal. Also versuche ich es wie in die drei Drittel zu teilen, wo wir auch wissen, den goldigen Schnitt und auch kennen von vom Haarschneiden. Dann nehme ich einfach ein Haargummi, relativ normal. Man kann etwas nehmen mit Farbe, wo etwas Spass macht. Man kann auch etwas nehmen, das in der gleichen Haarfarbe ist. Ich finde jetzt, ich habe gesagt, ich mache einen Sommerlook. Es darf ein bisschen Farbe haben. Ich nehme da etwas Türkises. Und in dem Moment kann ich anfangen, das noch zu formen. Also ich kann den Zopf noch ein bisschen auseinanderziehen. Ich will vor allem, dass er schön in einem V ist. Nein, jetzt ziehe ich noch ein bisschen mehr auseinander. Ich ziehe ihn im oberen Bereich noch ein bisschen mehr auseinander. Und dann kann ich da auch ein bisschen anziehen. Dann geht er noch ein bisschen rauf, wird noch ein bisschen dichter. Ich zeige euch nachher, ich nehme nachher die Kamera auch noch näher dran. Und im unteren Bereich haben wir immer noch die Beach-Struktur, die wir gemacht haben. Dann schaue ich, das ist der Vorteil an der Online Education. Ich sehe meine Seite. Ich sehe ihn. Ich finde es eigentlich von der Seitenansicht gut. Ich will gerne da noch ein bisschen mehr Volumen. Und dann kann ich das gut, wenn ich kann, muss ein bisschen holen. Voilà, jetzt sitzt da die Form, die ich hätte. Das ist etwas, was man manchmal vergisst, dass man so ein bisschen einen Schritt zurück stehen kann und sein Werk von ein bisschen weiter anschauen, von ein bisschen mehr Entfernung, um zu sehen, nicht nur das, was da passiert, wo es natürlich unsere Konzentration als Coiffeur drauf geht, sondern dass das Gesamtbild sehr schön aussieht. Wow. Dann werde ich bei der Seite wirklich noch ein bisschen mehr Textur reinbringen, da über dem Ohr. Und für das gehe ich ganz, ganz nah her mit dem Haarspray. Schaut, dass ihr das Ohr nicht abbekommt, dass es richtig nass wird. Und gehe dann mit dem Kamm durch, dass es wirklich fast so ein Wet-Look gibt. Ja. Wenn ich will, dass es ein bisschen grössere, wirklich Abteilungen gibt, sichtbar, kann man wie so als kleine Dekoration. In dem Moment, wenn es sehr feucht ist, muss ich kurz den Ton anstellen. Ich mache es gleich auf der anderen Seite. Ich drehe sie und auf die andere Seite. Ich schaue, dass man nicht über Kabel stolpert.
Jetzt sieht man, dass hier auf die Seite gegangen, die Seiten sind noch sleeker geworden, noch anliegender. Und dann würde ich gerne für das Finish, man sieht jetzt der Teil, ich probiere noch das Blau zu sehen, genau, ist immer noch sehr, dadurch, dass das sie so viel Haar hat, ist der immer noch sehr frizzy. Was mir nicht ganz gefällt, und für das brauche ich noch ein viertes Produkt. Das ist super gut. Das ist immer ein bisschen lustig. Das ist so schälartig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wahrscheinlich nicht. Das ist so schlibrig. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber es gibt genauso den Beach Touch, wo es wirklich aussieht, wie wenn sie aus dem Swimmingpool vielleicht so eine Viertelstunde ein bisschen, an der Sonne gesessen und sie ist das Haar jetzt langsam am Trocknen. Und arbeitet das ein da. Und auch da ist für mich wieder wichtig, dass ich mich auf meinen Grund verlassen, den ich als am Anfang gemacht habe, dass ich weiss, dass mir die Locken, die ich am Anfang innen gemacht habe, nicht verreisen, wenn ich jetzt hier auch nochmal mit dem Kamm ein bisschen durchgehe. Und ich weiss, da hat man immer ein bisschen das Risiko, dass das vielleicht doch könnte passieren. Aber je besser man seine eigenen Produkte kennt und je mehr Haar, dass man schon frisiert hat, desto sicher wird man in dem Belangen. Genau, jetzt habe ich da ein bisschen gezogen. Nochmal ein bisschen justieren. Dann kommt der Frizz ein bisschen weg. Das mag da ein bisschen mehr Textur geben. Und für den Abschluss gibt es noch ein bisschen Goldspray. Wo noch mehr Glanz gibt. Jetzt nehme ich die Maske ab. Genau, jetzt machen wir das so, dass ich die Maske anlege. Dann nehme ich das Tüchli ab. Voilà. Und dann hole ich jetzt nämlich die Kamera ein bisschen näher, die wir hier haben. Und probiere euch das zu zeigen. Ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. Ich probiere das möglichst langsam zu machen. Voilà. Genau. Jetzt sieht man die Struktur, die wir hier haben, vom Zopf und nachher unten die Beach-Textur. Wirklich, wie wenn sie am Strand gewesen wäre. Dann ein bisschen mehr weg, dann kann sie sich umdrehen, dann sieht man die Seite, noch von der Seite. Genau die Seite, die wir hier mit dem Haarspray gemacht haben. Und dann von vorne. So. Genau. Voilà, du da unsere Kamera wieder anmachen. Und wir schnell ein bisschen Geduld haben. Ja. Das ist ein Look, der sehr oft auch an der Fashion Week sehr cool ist. Weil die meisten Designer wollen natürlich nicht, dass das Haar zu fest mit den Kleidern konkurrenziert. Und die meisten schlagen immer vor, dass man einfach einen Brustkranz macht. Und das ist sehr oft wie so eine Option, dass hinten noch etwas passieren kann, das überrascht, wenn sie das Model umdreht. Und ich finde es sehr cool, weil es ist etwas, was man vielleicht auch mal kann an einer Brutjungfer machen kann, mit ein, zwei Blümchen in den Haaren oder mit etwas Glitzerigem. Man sieht das eben sehr schnell auch cool aus und ist schnell gemacht. Und das finde ich immer Lux, wo mich einerseits für am Set sehr gut sind, weil ich dort schnell ein Resultat haben, das gut aussieht, und andererseits finde ich es auch für den Coiffeur immer extrem praktisch, weil er einfach einen schönen, coolen, modernen, jungen Look hat, ohne dass er 10 Stunden aufstecken muss. Genau. Wir bedanken uns. Das wäre unser Hands-on von der Blue Box mit dem Kevin Murphy Produkt, und dann gebe ich weiter zurück, wahrscheinlich
an Marc oder an Marcel? An mich, Lilith. Ruchi hat mich gefragt, ob ich noch kurz Abschluss machen. Und das mache ich sehr gern. Und bedanke mich in dem gerade bei der Lilith Amrad, unserer Kevin Murphy Session Stylistin, für die tolle Arbeit, die sie hier in kurzer Zeit uns gezeigt hat. Und aber auch in der Janine Heini, unserer Social Media Marketing Managerin, die als Model, Verjüngerungsmodel, jetzt hier wieder kurzen Einsatz hatte. Für das, Marc und Conny, Sandra, ich danke mich recht herzlich bei euch für die Arbeit, die ihr immer für unsere Industrie leistet. Ich weiss, das ist alles nebenbei. Eben, am Sonntag könnt ihr hier arbeiten. Danke euch. Merci vielmals. Und jetzt hier im Schnee in Pfalz, was da alles noch kommt. Auch an meine Kollegen, liebe Grüße und toi toi toi. Jetzt, ja. Merci.